Recht herzlich willkommen zur 130. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir belagern hier Sofia. Ich habe ein bisschen weiterlaufen lassen. Wir sind jetzt schon bei 8000 gleich. Das läuft also. Und dann müssen wir weiter gucken, dass wir ein bisschen unsere Finanzen stärken. Da sind wir ja nicht mehr gut auf dem Weg gerade. Wie sieht's hier aus? Da sind noch ein paar Einheiten. Da können wir noch was runterholen, denke ich. Und da haben wir noch eine Schwerteinheit. Jetzt habe ich die Stadt angeklickt anstatt hier. Und den zweiten, den... Ach nee, ich lass mal... Oder? Nee, der kann da auch weg. Den holen wir da auch hin. Gut, dann sind die schon wieder unterwegs. Da ist schon wieder ein Kampf. Aber das ist für uns zu entscheiden. Und 7,5 ist auch schon erreicht. Ja, da müssen wir überlegen. Was haben wir noch an Einheiten unterwegs? Irgendwo was? Hier oben gibt es keine. Da ist eine Ruine. Da laufen Händler durch die Gegend. Da ist auch gerade ein Händler. Hier unten ist nichts mehr, aber hier links war einer. Ne? Ja, da ist tatsächlich einer ein. Aber die erholt sich gerade. Ja, dann lassen wir die erstmal drin. Ne? Und dann gucken wir mal hier, ob wir da ans Geld kommen. Okay, da war gerade wieder ein Angriff. Dafür sind wir hier jetzt nur noch bei 6000. Sofia müssten wir gleich auch wieder zurückerobert haben. Es kommen immer wieder so ein paar Einheiten, die uns angreifen, aber dem ist nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Also schon entgegenzusetzen von unserer Seite her, ne? Auf geht's! Ja, wir haben jetzt gerade wenig Geld, wie wir sehen. Das ist nicht gut. 45.000 wäre besser, wenn wir ein bisschen mehr haben. Da waren jetzt noch drei Einheiten, naja. Dann gehen wir mal schnell gucken, wie weit sich die regeneriert hat. Naja, das ist nicht viel, ne? Jetzt laufen hier gerade noch irgendwelche Tiere rum. Bären. Also können wir noch nicht mal einsammeln, so ein Shit. Okay, jetzt sind wir über 127.000. Das Geld hält sich so ein bisschen in der Waage. Und hier ist es mit knapp 5.000 noch. Da haben wir gerade wieder jemanden in die Flucht geschlagen. Auf geht's! Ja. Gleich nur noch Vierer. Das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? So, hier wollte ich wieder gucken. Also die regenerieren gerade. Jetzt überlegen wir eine zweite Einheit, weil es ist, glaube ich, keine angestoßen, oder? Wenn wir noch eine dabei holen. Aber wir haben zu wenig Geld dafür. Das können wir nicht riskieren. Hm. Vier Einheiten, ach so, drei sind da oben, eine da unten, alles klar, passt dann. Ist hier noch eine Reiterei bei? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, Pferde sind hier gar nicht bei. Haben wir keine. Sicher! Immer noch am Kämpfen kräftig. 3000 unterboten. Ja. Aufsitzen. Da ist ein Bahnhaufen, den holen wir uns mal. So gut wie da. Ah. Da ist auch noch einer. Oh, der war richtig gut sogar. Lass mal hier rüber gehen. Vielleicht kommen wir jetzt drum rum. Ist da noch irgendwo ein Bahnhaufen? Nee, ne? Wird nicht lang dauern. Doch, hier muss irgendwo noch einer sein. Aufsitzen. Da ist einer. Dann holen wir uns den noch schnell. Da ist auch noch einer, oder was? Krass. Aufsitzen. Okay, jetzt holen wir ein bisschen Geld ran. Nochmal 4000. Aufsitzen. Okay, dann haben wir das geholt. Jetzt lass die mal noch hier oben rumgehen, oder? Sofia ist gleich geschafft. Wie viel hat's noch? 1200. Wird nicht lang dauern. Gut, dann können die da auch mit hinkommen. 150 haben wir jetzt gerade noch, 100, 200, okay. Ist gerade wieder ein Kampf, aber das war wohl nur ein Speer, der da unterwegs ist. Wir reiten los. Sie reiten los und jetzt ist gleich die Stadt eingenommen. 200. Jetzt. 100. Jetzt und... Erledigt. Wir haben es zurückerobert. Cool. Gut, jetzt ist die Frage. Achso, da oben haben wir noch die drei Armeen. Die holen wir gleich dahin. Und diese
Nehmen wir mal, das war jetzt nicht richtig. So, alle erwischt, ja. Damit gehen wir mal weiter runter. Und gucken mal gerade, was hier so los ist, wenn da oben so schwach besetzt ist. Was ist dann hier? Ah, 62.000, das ist doch ein bisschen mehr. Jetzt lass uns mal gerade die drei Einheiten in diese Stadt verlagern, damit wir nicht rückerobert werden. Ja, das dauert natürlich ewig. Und da kommen jetzt komischerweise auch ein paar Armeen mehr. Ich glaube, da müssten wir ein bisschen mehr Geld scheffeln. Ja, ich glaube, das lassen wir erst sein. Das bringt nichts. Wenn dieser Kampf hier zu Ende ist, oder? Oh. Wird nicht lang dauern. Kriegen wir das irgendwie hin, dass wir das mal für uns entscheiden? Na, guck mal, da sind... Na, komm los, zack, weg die Leute. Na, das hat's jetzt nicht gebracht, oder? Ah, die sind erledigt, die lassen wir aber jetzt mal hier stehen. Zur Verteidigung sind nur noch 7 Einheiten, ne? Das ist nichts mehr. Ja, komm, dann zieh die mal in der Stadt zurück, damit die sich hier erholen. Vielleicht geht das ja hier, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, die können hier alles, ne? Ja, das geht. Dann sollen die sich da erstmal erholen. Und wir schauen weiter, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Und das müssen wir eigentlich auch mit dem Dingens, den Händlern machen. Wo marschiert der denn lang? Ja, der kann doch hier noch damit hin, ne? Ach so, ne, jetzt haben wir den seine Route nicht genommen. Ach so, jetzt habe ich das falsch gemacht. Naja, dann da, da, dort, dort. Und dann geht er wieder da lang. Das passt. Und Route aktivieren. So, der läuft schon mal. Da ist auch noch ein Händler. Der geht da lang. Also da ist es ja doppelt gemoppelt in dem Sinne dann. Das ist unmöglich. Das bedeutet so. Dann machen wir da den so. Nehmen wir Budapest mit, ja. So, und dahin machen wir die Route da lang. So, dann haben wir zwei da angeschlossen, ne? Das ist ja schon mal was, oder? Route läuft auch. Dann sollten wir vielleicht ein bisschen Geld machen können. Okay, der läuft da ganz oben rum. Über Budapest gibt es eigentlich eine Verbindung in dem Sinne, ne? Ja, lassen wir so. Und was hat er hier? Was war das? Händler wurde geraubt. Wo aber? Da war das. Okay, das war der da. Okay, da müssen wir da aufpassen. Können aber mal gerade... Ist hier noch die Baritten-Einheit bei? Nein. Ist gebongt. Dann lass mal gerade rausgehen und gucken. Aha. Jawohl. Stimmen wir gerade raus, ne? Nee, die lassen wir da, sonst ist die Stadt gleich weg. Da werden wir mal gerade die vernichten. Rückzug. Jawohl. Und da kommt die nächste Einheit, aber die machen wir auch gerade kaputt. Okay. Erledigt. Machen wir. Das ist jetzt die Frage, ne? Die reparieren wir jetzt erstmal. Wo läuft der Händler lang? Okay, die südliche Route. Tja, der läuft da lang und der läuft da lang, okay. Da ist noch ein Händler, wo läuft der lang? Da. Hier ist auch noch einer. Achso, der macht die Route, alles klar. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Was machen wir da weiter? Wir brauchen Geld. Also wie es jetzt gerade läuft, kriegen wir kein Geld, das ist auch klar. Hier unten rennen wieder ein paar Dingens lang. Ein paar Bären. Ist mir jetzt gerade nichts zu sehen an Geldhaufen. Doch, da ist ein Warenhaufen.
Ja, wie machen wir das? Sicher. Auf geht's. Und noch eine Einheit daraus. Jawohl. Und die drei nehmen wir mal und gehen auf Tour. Ist gebongt. Ach, die laufen quer durchs Gebirge, auch schön. Naja, wenn's geht, warum nicht? Machen wir. Geht mal hier unten lang. Und gucken, ob hier irgendwo Geld liegt. Machen wir. Über die Furt. Ah, da ist sicher das Geld. Ist hier noch mehr? Da ist noch ein Warenhaufen gerade gewesen, oder vertue ich mich? Ne, Schwertkämpfer, kein Warenhaufen. Machen wir. Da ist der Warenhaufen. Auf geht's. Aber das war nix. Aber wir haben 300.000. Oh, da sind Bären. Aber die schlagen wir ganz schnell. Dann haben wir die Oberhand. So, erledigt. Machen wir. Gucken wir mal gerade nach. Die müssten auch ganz locker wegmachbar sein dann. Und da ist noch ein Warenhaufen. Und erledigt. Ist gebongt. Na, das war aber nix. Gucken wir mal in die Ruinen rein. Okay, da sind ein paar mehr. Was haben wir da? Ein Zelt. Kriegen wir aber auch kaputt. Obwohl, die halten sich wackerer. Das ist nicht so dolle. Wir hatten eben 700, ne? Okay, jetzt geht's aber. Lass mal die Bären schlagen. Ich weiß jetzt gar nicht, was mit dem Zelt ist, aber da gehen wir auch nochmal hin. Ich glaube, da kann man seine Einheiten wieder auffüllen, ne? Oder wie war das? Ist gebongt. In der Ruine ist nichts. Dann gehen wir da nochmal hin. Und was ist da? Erfahrung kriegen wir. Und? Kostet 13. Aber wir haben 400.000. Komm, das machen wir. Machen wir. Die haben Erfahrung halt jetzt gekriegt. Und jetzt müssen wir sie nur gerade mal irgendwie in der Stadt aufpeppen. Aber in der Stadt geht das nicht. Machen wir. Dann gehen wir mal hier hin. Hier müsste es gehen, ne? Die können das, ne? Ja, das sieht dann auch aus, als ob da eine Station ist, wo es geht. Was waren das? Irgendein Bogenschützen, ne? Die hatten wir, genau. Achso, hier ist es. Kampfreichweite 3. Trefferpunkte 28. Kampfstärke 210. Sichtweite 10. Achtundzwanzig, die sind ein bisschen stärker, ne? Die gehen schneller, aber die sind, ja, weiß ich nicht. Muss man mal gucken, wie man es macht. Ist sowieso verkehrt, ne? Ja, müssen wir schauen. 340, 320, 200 sogar jetzt nur. Okay, jetzt nur 150. Geld wird gerade alle, oder wie sehe ich das? Oder haben gerade Händler so viel geholt, um Plus zu machen? Wollen wir hoffen, ne? Ja, 150 ist niedrig. Wir hätten auch schon mal 40 da stehen, ne? Da ist es jetzt noch hoch. So,
Muss mal gucken, ob irgendein Händler mal einen Reibach macht. Dass es wieder besser wird. Ja, sieht gerade nicht so aus. So, die regenerieren, will ich hoffen. Ja, Zweier. Der hat schon 100, der hat 60 und der hat 90. Da haben wir jetzt 300. Okay, das wird alles besser. Das ist ein bisschen besser jetzt hier. 360 gerade. Die Truppen werden hier auch besser. Über 1000 Kampfkraft. Ja. Also die haben 100 und die haben auch 100 und die haben 85. Dann müssen wir gucken, dass wir das runterkriegen, an der hochkriegen auf 100, dann sind es alle gut und dann schicken wir die wieder gen Norden. Hier die Bären haben wir ja geschlagen, die sollten nicht mehr da sein. Und dann gucken wir wieder weiter, würde ich sagen, ne? 95, jetzt sind die gleich voll. Lass uns gerade das noch abwarten. Komm schon. Na, wird's denn noch was? 1117 und... Ja, jetzt sind sie voll, aber 1117 war schon voll wohl. Machen wir. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach Norden. Bringen die wieder hoch. Lass die erstmal hier hinlaufen. Und wenn die da in der Nähe sind, sollten sie über den Pass dann dahin gehen. Machen wir das. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.